So, und wir machen direkt weiter. Führen wir direkt die Aufnahme fort. Viel über den Viechern. 38. Meine Güte. Ich bin begeistert. Kannst du jetzt nochmal heilen? Das gefällt mir doch sehr. Ja, 10.000 Gliss brauchen wir jetzt gleich. Und das dauert wahrscheinlich noch eine ganze Ecke, bis wir die haben. So, eine schon mal weniger. Du heilst einfach mal. Munter drauf los. Ich hätte gerne einen Flächenangriff. Muss ich sagen. Dich vor allen Dingen mal. So, dann greift uns nur noch einer an. Ich bin zuerst dran. Yay. Du darfst jetzt töten. Ich mach den Weg hier rechts. Was ist denn hier rechts? Wir durchqueren mal die Wüste Richtung Osten und schau mal, wie groß die Wüste ist. Würde ich sagen. Hier ist ein Turm. Ich glaube, in den Turm will ich noch nicht. So, dann. X-Kristall auf den. Boom. 126. Boom. Tot. Du heilst uns. Yay, Heilung. Heilstorms. So. Dann gucken wir mal, ob ich da oben irgendwas Tolles finde. Wieder so viele Viecher. Diese fliegenden Bienen, die sind einfach lästig ohne Ende. Deswegen stirb. Kartoffel. Zum Glück können die nicht sagen, heute nicht. So. Halt's mal wieder eine Runde. Dann mit dir. So, mittlerweile sind wir, haben wir die Hälfte von den Gliss, die wir brauchen. Mal über die Brücke. Ach man. Wohl. Geh noch mal dran. Können die auch mal hier ein bisschen Vieh kalt machen. So. Dann heil. Die KI riss uns mal wieder hoch. Nochmal. Müssen wir wieder vollgeheilt sein, beide. Das finde ich sehr gut. Sehr gut. Dann gucken wir mal über die Brücke und gucken mal, was. Das ist eine Höhle. Wo Höhle? So. Ja. Ja, es ist im Moment wirklich immer nur dasselbe und ich. Schildkrötensuppe? Ich hab's gerade nicht gelesen. Verdammt. Aber offensichtlich haben wir irgendwas bekommen. Also wieder was freigeschaltet als Achievement quasi. Praktisch sozusagen. Prinzip. Nein. Doch nicht daneben.
Stirb, du Biene. Stirb, du Pilz. Ihr seid böse Pflanzen. Also macht euch vom Acker. Eris, heil uns! Ich bin zuerst dran. Das ist ja glorreich. Ja, sein Wert für Leben wurde erhöht. Und ihr Leben wurde erhöht. So, dann gucken wir mal hier rein. Die Ruinen von Sardunak. Da will ich eigentlich noch gar nicht hin. Da gehen wir mal später gucken. Ich geh jetzt noch einmal zurück. Oder... Ach, weißt du. Wir könnten uns jetzt auch eigentlich gleich mal angucken. Och, was mache ich denn da? Warum greife ich denn immer das Vieh zuerst an? So. Dann ist es zwar nervig, aber dann mache ich erstmal die Viecher kalt. Dann kann sie nämlich nochmal gut heilen. Weil der Pilz macht ja weniger Schaden. Oder trifft uns teilweise schon gar nicht mehr. Dann halte ich mich jetzt nochmal komplett hoch und dann gucken wir uns mal die Ruinen von Sard. An. Ich hoffe, ich spreche das richtig. Ich spreche das richtig aus und ich hoffe, ich. Nein. Ich bin ja ein Held. Na gut. Aber wir sind doch fast voll. Das heißt, wir können dahin. So. Hier sehen wir. Ach, das wird eine sehr, sehr lustige Stelle. Unsere GUI hat sich verändert. Unsere Übersicht, unser Inventar. Und es sieht so aus, als wenn wir unsere Rüstungsteile anlegen können. Und so wird es auch passieren. Ich denke, wir werden jetzt gleich erstmal eine Truhe finden, genau. Und wir gucken uns doch mal an, was da drin ist. Ah, freigeschaltet. Charakterauswahl. Schade, dass es keinen Münzeinwurf fürs zwei Player-Spiel gibt. Ja. Gehen wir mal mit der Kairis, weil wir die ganze Zeit mit mir rumgelaufen. Ja gut, dann laufen wir mit ihr rum. Kann ich den eigentlich immer noch wechseln? Kann ich den irgendwie wechseln? Ah. Ja, und hier verdienen wir eine Menge Gliss. Das hatte ich ja total vergessen. C für Charakter? Irgendwas? Nee. So, mal gespannt, wann wir den ersten Ausrüstungsgegenstand finden. Hey, wir hatten noch gelernt, dass wir Krüge kaputt machen können. So, dann gucken wir mal hier rein. Ketten-Kombo-Treffer greift am Ende eines jeden Hiebs an, um mächtige Kombos zu entfesseln. So, wir haben den Feuerring bekommen. Wir sehen oben rechts unser Inventar blinkt. Und der Feuerring beschert uns 5 Feuerresistenz. Greifen uns wohl gleich noch Feuerviecher an. Ich weiß es nicht. Mal gucken. So, wir gucken doch einfach mal weiter. So, da kriegen wir mal Leben. Und ja, das erinnert doch jetzt wirklich stark an solche Rollenspiele à la Diablo oder so. Oder Siege of Avalon, falls das einer kennt. Naja, gut. Wir haben die Halskette des Adlers gefunden. Wir haben eine 2%ige Ausweichchance. Yay. Ich hätte gerne mehr Leben. Aber dieses Leben scheint jetzt irgendwie in solchen Kugeln auf dem Boden zu liegen, wenn ich Gegner getötet habe. Gut, gucken wir mal in die Truhe rein. Ja, jetzt haben wir einen Lebensbalken. Ihr seid nicht mehr auf Viertelherzen beschränkt. Ja, das ist sehr gut. Wir haben jetzt quasi eine größere Abstufung beim Leben. Und gucken uns das doch
gleich mal an. Ja, Geld. 8000 Gliss. So, freigeschaltet Umgebungslicht. Das Umgebungslicht hängt davon ab, wo ihr euch aufhaltet. Ja. Ja, jetzt ist es hier dunkel. Und bei den Dingern ist es hell? Oder? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Will ich hier hoch? Ich glaube, ich gehe mal hier hoch. Ja, da ist eine Truhe, da gehe ich hin. So. Dynamische Beleuchtung. Oh ja, Zeit mit eurer Waffe Funken sprühen zu lassen. Kann ich jetzt Funken sprühen? Das wäre schon smart. Kommen hier auch Gegner irgendwann noch? Ach da. Hm, toll. So, wir haben wieder was Neues bekommen. Und zwar Geshtars Handgelenkschutz plus 10 Meuchelschaden? Ja, toll. Ja, machen wir hier oben den Mob noch kaputt. Ah, da ist doch auch ein Speicherpunkt. Ja, sowas suche ich doch. Dann speichern wir doch mal und beenden die Folge für heute. Damit verabschiede ich mich wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, sharen. Wie immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.